Herzlich willkommen bei Soul Defense. Ich bin der Robert und heute geht es um das Thema Krav Maga. Krav Maga bedeutet Kontaktkampf. Der Ursprung geht auf Imrich Lichtenfeld zurück. Lichtenfeld wurde 1910 in Budapest geboren, ist aber in Bratislava aufgewachsen. Er war als Boxer und Ringer erfolgreich. Von seinem Vater, der Polizist war, hat er auch Techniken des Jiu-Jitsu gelernt. In den 30er Jahren lernte Lichtenfeld seine Kampfmethode zum ersten Mal. Um in der Slowakei lebende Juden gegen antisemitische Übergriffe zu unterstützen. Heute wird Krav Maga weltweit unterrichtet. Dabei muss zwischen drei Zielgruppen unterschieden werden. Krav Maga für den Sicherheitsbereich bzw. Polizei, Krav Maga für das Militär und Krav Maga für den zivilen Bereich. Da werden natürliche und instinktive Reaktionen berücksichtigt. Dadurch ist Krav Maga sehr schnell zu erlernen. Krav Maga ist besonders für Kinder und Jugendlichen sehr schnell zu erlernen. Dabei geht es um das Lernen erster einfacher Befreiungs- und Abwehrtechniken, sowie das Schulen von Körperbalance, Körperkoordination, Körperschema und Disziplin. Mein Sohn der Adrian demonstriert euch die Effektivität und Wirksamkeit gegen Angreifer vor. Ich hoffe, dass das ein kleiner Ansporn war, eure Kids die Welt der Selbstverteidigung bekannt zu machen. Lasst uns ein Like da, wenn ihr gleicher Meinung seid. Wenn ihr immer die Ersten sein wollt mit Informationen über Kampfsport einfach erklärt, abonniert am besten diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Adrian und Robert.